Das Ziel des heutigen Videos ist es, wirklich die Top 5 Sachen unter 50 Euro vorzustellen. Und nicht irgendwelche utopisch teuren Sachen, wie zum Beispiel Drohnen oder automatische Slider. Weil das wäre wirklich... Viel Spaß! Unabsichtlich verwackelte Aufnahmen sehen meistens nicht wirklich gut aus. Besonders wenn die Kamera in Bewegung ist, fällt es einem schwer, die Kamera noch wirklich gerade und steady zu halten. Aber dafür gibt es einen ganz einfachen Trick, und zwar man benutzt einfach einen Rig. Das einzige Problem bei so einem Rig ist es, dass sie meistens sehr teuer sind. Und dazu kommt, dass die Rigs schwer sind, deswegen hat man nicht wirklich Lust, die immer mitzunehmen. Zum Glück schafft aber wieder China Abhilfe mit diesem Faltrig. Damit schafft man es auch bei schnellen Situationen, zum Beispiel beim Rennen, wirklich steady Shots aufzunehmen, und man gibt nicht so viel Geld aus. Es ist eine gute Möglichkeit für all die Sparfüchse unter euch, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, und man kann es auch einfach mal in den Rucksack packen und mitnehmen. Das Tolle beim Licht ist aber, dass man es nicht immer künstlich erzeugen muss, sondern oft sehr viel natürliches Licht einfach verwenden kann. Das einzige Problem mit natürlichem Licht ist, dass es ein bisschen schwer zu kontrollieren ist, weil ich ja jetzt nicht einfach die Sonne nehmen und woanders hinschieben kann. Und deswegen nutzt man im Filmbusiness auch oft sogenannte Diffusoren oder Reflektoren und so weiter und so fort, um halt eben das natürliche Licht zu manipulieren. Um genau zu sein, ist es sogar ziemlich erstaunlich, was man da alles mit wenig Geld machen kann, denn der Reflektor, den wir jetzt mal hier mit in die Liste reingenommen haben, ist nicht nur super, super günstig mit unter 20 Euro, sondern auch super vielseitig, weil er gleich ganze 5 Funktionen hat und noch in eine kleine Tasche reinfaltbar ist. Man hat die Möglichkeit, auf der einen Seite einfach eine weiße Fläche zu nutzen, um das Umgebungslicht ganz normal zu reflektieren. Man kann eine silberne Seite verwenden, um das Ganze noch ein bisschen stärker und härter zu machen. Wenn man wärmeres Licht haben will, kann man die goldene Seite verwenden, die sich nochmal auf der Innenseite versteckt, oder man nimmt eine schwarze Seite, um Licht zu blockieren. Und das Allercoolste, wenn man diese Außenummantelung von dem Ding abmacht, dann hat man nochmal einen Diffusor, der dafür sorgt, dass man Licht ein bisschen weicher machen kann, falls man zu harte Schatten irgendwo hat. Wisst ihr, was mein größtes Problem früher war? Zu wenig Licht. Denn gerade bei Einsteigerkameras, wie zum Beispiel die 700D oder G70, ist es ein Riesenproblem, dass der Sensor zu empfindlich ist. Und wisst ihr, wie man das ganz einfach beheben kann? Mit einem kleinen LED-Panel, das man überall mitnehmen kann. Dadurch, dass es mit Batterien oder Akkus betrieben ist, ist es total unabhängig und muss nicht wie Softboxen an die Steckdose gehangen werden. Deswegen kann man es auch super leicht in engen Orten wie zum Beispiel das Auto verstecken, ohne dass es gleich auffällt. Und damit kann man dem Bild auch viel mehr Dynamik verleihen, ohne dass man viel getan hat. Das coolste Kameraequipment der ganzen Welt bringt einem aber nichts, wenn man es nicht auch irgendwie mitnimmt. Und genau dafür braucht man natürlich eine Tasche. Und seit ungefähr einem Jahr ist meine absolute Lieblingskameratasche der Kamerarucksack von Amazon Basics. Und warum? Ganz einfach. Er ist super, super günstig, also günstiger als die meisten Kamerarucksäcke, die ich kenne. Er ist verhältnismäßig bequem für seinen Preis und er lässt einen super kompakt super viele Dinge mitnehmen, da er nicht nur ein Laptopfach und ein ganz normales Fach hat, sondern auch noch ein großes Kamerafach, in dem man durch solche Platzhalter sich das Ganze so konfigurieren kann, wie man es halt eben gerade braucht. Und das ist nicht nur praktisch, wenn man irgendwelche besonders seltsam geformten Kamerasetups wie zum Beispiel so ein Vlogging-Setup mit Gorillapod mitnehmen will, sondern auch dann, wenn man verreist oder einfach mal über ein Wochenende weg will, weil man diese Fächer auch zwischen sein Kameraequipment super bequem auch mal Klamotten dazwischen bekommt und so auch gut und gerne mal ein Wochenende zu einem Dreh hin kann, wo man nur einen Rucksack dabei hat. Zoom-Objektive sind ziemlich cool. Du kannst von sehr weitwinklig zu ziemlich nah rangehen. Aber was ist, wenn man noch näher ran will? Dafür könnte man zum Beispiel Makroobjektive benutzen. Aber es gibt noch eine weitaus günstigere Alternative, und zwar Makro-Zwischenringe. Die Makroringe kann man ganz einfach zwischen der Kamera und dem Objektiv befestigen. Das Coole dabei ist, dass es noch unterschiedliche Größen gibt. Das heißt, du kannst wirklich mikroskopisch große Aufnahmen machen, aber auch von etwas weiter weg aufnehmen. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Shots, damit ihr euch vorstellen könnt, wie ungefähr die Aufnahmen aussehen.
I'm murky and some skinnies and some Yeezys. Not a gangster, but believe me, I go hard, so take it easy, whoa. Shit, I'm looking at my life, I think I love it. I be smoking weed in public, wanting money, so I touch it, whoa. Hit the game, getting crazy, game getting much realer every day. Also, es war mir eine Ehre, es war auch echt cool, dass Felix mit dabei war. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.